Gottvater wird diejenigen vernichten, die planen, die Währungen zu stürzen. Sonntag, 24. Juli 2011, 23 Uhr. Meine geliebte Tochter, die Hingabe meiner Anhänger und die Treue zu mir und meinem ewigen Vater haben bereits viel bewirkt. Ihr, meine Kinder, müsst wissen, dass eure Hingabe Flammen solchen Ausmaßes in mein Herz brennt, dass es sich fühlt, als ob es vor Liebe zu euch platzen wird. Der Himmel jubelt jetzt über die Art und Weise, wie ihr, meine geliebten Kinder, mich mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe ehrt. Ihr wisst in eurer Seele, dass ich es bin, der spricht. Ich bin es, der ein Gefühl von so viel Liebe und Zärtlichkeit in euer Herz bringt. Ich habe eine Botschaft für euch alle, Kinder, die ihr meinem sehr heiligen göttlichen Wort auf dieser Website folgt. In einer modernen Welt ist dies die Art, wie ich kommunizieren muss. Diese und andere Kommunikationswege werden verwendet, um sicherzustellen, dass mein Wort von allen Gläubigen, Ungläubigen und jenen, die mich überhaupt nicht kennen, gehört und gefühlt wird. Ihr sollt wissen, dass jede Anstrengung, die ihr aus eurer Liebe zu mir heraus unternehmt, einen Einfluss hat. Ich höre jeden einzelnen von euch. Ich kenne die Freude, die ich eurer Seele gebracht habe. Ich begrüße die Art und Weise, wie eure Arbeit mein Wort verbreitet. Ich werde jeden einzelnen von euch mit besonderen Gnaden und Gunsterweisen belohnen. Bitte ersucht mich, auf eure Gebete zu hören. Kommt zu mir. Ich werde euer Rufen hören. Das Werk der neuen Weltordnung beginnt bereits, aus allen Nähten auseinanderzufallen. Dies liegt an den Gebeten, euren Gebeten. Gott, der ewige Vater, wird diejenigen vernichten, die fortfahren, ihren abscheulichen Plan umzusetzen, Währungen in der Welt zu zerstören sowie jene politischen Führer zu stürzen, die sie abzusetzen versuchen. Seine Hand wird nun weiterhin ausholen, um euch Kinder zu schützen. Bitte, ich rufe euch alle, so vielen einflussreichen Stimmen wie möglich, einschließlich der Medien, über diese Botschaften zu erzählen. Viele werden euch für verrückt halten, wenn ihr von diesen Botschaften sprecht. Habt keine Angst, denn die Gnaden, die ihr empfangen werdet, wenn ihr diese Arbeit tut, übersteigen weit die anfänglichen Beleidigungen, die ihr erleiden werdet. Schreitet nun vorwärts, meine geliebten Kinder, mit Liebe und Freude in euren Herzen, denn mein Wort ist zu begrüßen. Schließlich wisst ihr, dass ich mit euch gehe, so dass ich die Bande der Liebe stärken kann, für alle meine Anhänger, die ich erwähle, damit sie nahe zu meinem heiligsten Herzen kommen. Mein kostbares Blut ergießt sich so bereitwillig für jeden von euch, so bedeckt es euch jeden Tag, damit ihr gerettet werden könnt. Ihr seid meine geliebte Armee und gemeinsam werden wir uns erheben, um all eure Brüder und Schwestern wieder in ihre rechtmäßige glorreiche Heimat zu bringen. Ich liebe und schätze jedes von euch Kindern. Vergesst das nie. Wenn ihr zu mir jeden Tag betet, so sprecht dieses Gebet, O mein kostbarer Jesus, umarme mich in deinen Armen und lass meinen Kopf auf deinen Schultern ruhen, so dass du mich zu deinem glorreichen Königreich emporheben kannst, wenn die Zeit reif ist. Lass dein kostbares Blut über mein Herz fließen, damit wir zu einer Einheit vereinigt werden können. Euer geliebter Erlöser, Jesus Christus.